Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Odin war kochen oder Odin kocht. Ich war jetzt bei Odin war einkaufen, aber egal. Ihr wisst ja, ich mache gerade die Stoffwechselkur und meine Frau hat mir netterweise ein Rezept rausgesucht. Und zwar dieses hier. Da könnt ihr das Bild sehen. Das ist vom Vital Body. Und ja, das ist Kohlsuppe mit Hackfleisch. Und die wollen wir jetzt machen. Die, hier steht natürlich alles nur drauf für eine Portion. Seht ihr das? Wo ist es? Da. Eine Portion. Da wir eigentlich frühs und abends von den Zutaten das gleiche essen sollen, also vom Fleisch her und vom Gemüse her, habe ich mir entschieden, ich mache es viermal. Also ich habe jetzt mir schon einen Zettel gemacht und habe mir ausgerechnet, wie viel ich von was nehmen muss, wenn ich es viermal mache. Die Anleitung steht da drunter. Warum viermal, fragt ihr euch? Na, heute ist Samstag. Heute ist Samstag der, keine Ahnung, der 27. Und heute ist von der Stoffwechselkur, Montag, Dienstag zählt ja nicht, das sind die Ladetage. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Heute ist der vierte Tag. Der vierte Tag ist heute. Meine Frau hat schon ihr Essen gekocht. Die hat was mit Zucchini und so gemacht. Machen wir mal weg, das brauche ich jetzt nicht. Ich zeige euch erstmal, was wir alles jetzt brauchen. Ich darf ja nicht mit Zucker, mit Salz und so machen, aber meine Mutter, das ist jetzt ein Seelachsglas, ja, aber da ist Salz drin, da ist Meeressalz drin. Meine Mutter hat gesagt, die hat auch vom Vital Body, glaube ich, sogar die gemacht, und die hat gesagt, das darf ich auch. Also einmal Salz zum Würzen. So, Salz, Pfeffer. Darf ich? Ich habe keine Knoblauchzehe. Das steht im Rezept, was von Knoblauchzehe. Ich habe nur Knoblauch. So. Mal alles beiseite schieben. So. Und alles auch hier schieben. Noch habe ich ihn. Mit dem Vital Body Plus Kugelschreiber. Der wird dann demnächst zu meiner Mutter wandern. Wenn die das sieht. Dann Gemüsebrühe. Steht auch drauf. Die dürfen wir wohl. Ich muss mal gucken. Ist es die, die meine Frau jetzt geholt hat? Oder ist es eine andere? Gute Frage, nächste Frage. Nee. Ach, hier ist noch die Haarsahne. Die wird ja nicht so schnell schlecht. Nudeln. China-Nudeln. Nee, das muss wohl die. Die Gemüsebrühe sein. Ja, das muss die sein. Dann nehmen wir die. Da steht 150 Gramm Gemüsebrühe. Hier sind Inhalt 120 Gramm. Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass das so okay ist, dass ich da die ganze Glas reinkippe. Achso, das ist für 6 Liter. Da müssen wir mal gucken. 5 Teelöffel für 25 Milliliter Wasser. Okay. Wie viel brauchen wir? 600. 5. Ja, machen wir mit 750. Machen wir 5, 10, 15 Teelöffel. Ich ziehe noch 2 ab. Haben wir 13 Teelöffel. Gleich 13. 12 Löffel. Obwohl, warte mal. Brühe brauche ich 600 Gramm. Das sind ja schon 500. Ja, dann mache ich lieber nur mit 10 Löffeln. Und vielleicht noch 11 oder 12 dazu. Mal gucken. So, dann Hackfleisch darf ich. Ja, da haben wir uns von Lidl Rind geholt. Aber ich darf halt nur Rind. Mageres Rindfleisch.
Davon habe ich jetzt zwei. Da muss ich dann noch abwiegen. Da darf ich nämlich auch nur, das sind halt pro Packung auch komischerweise nur 400 Gramm. Total Schwachsinn. Und ich darf vom Rind 600. Ja, also sind wir 200 Gramm drüber. Das werde ich mir so noch mitbraten. Wahrscheinlich wird alles braten und dann, was über ist, werde ich... Ja, werde ich mir zum Dings dazu machen. Zum... Ach, sag schon. Zum Blumenkohl, den ich Montag machen werde. Aber es ist auch so viel Wasser garantiert drin, dass nicht mal die Grammzahl rauskommt, die wir eigentlich brauchen. So, dann Zwiebeln. Da steht eine Zwiebel drin. Wir brauchen 5. Ich werde nicht so viel Zwiebeln nehmen. Ich mag Zwiebeln nicht so sehr. Und ein Kohl. Den haben wir schon abgemessen. Der ist 1,5 oder so. Ich werde auch wieder ich muss hier auch jetzt wirklich mit Küchenwaage heute arbeiten. So, ihr wundert euch über die Musik im Hintergrund. Falls ihr es überhaupt hört, das ist Nemesis, eine Band aus dem Nachbarort. Da habe ich die Erlaubnis, in meinen Videos die Musik zu hören und dass ihr sie halt hört. Aber was fehlt denn zum Kochen? Weil so können wir ja nicht kochen. Eine Kochschürze. Die habe ich nämlich hinter der Tür am Haken, weil hier ist eine Scheibe drin und dann kann man das, was ihr gleich seht, sehen. Wartet mal, ich muss nur schnell mal abmachen. Nee, das ist die von meiner Tochter. Das ist meine. Ja, die verstelle ich immer. Habe ich vom lieben René bekommen. Ah. So. Machen wir eine Schleife vorne. Und die ist schon immer oder zweimal hektisch gewaschen und immer noch schön stabil. Finde ich saugeil. So. Ein bisschen locker machen. So, ich habe gerade gesagt, die habe ich vom lieben René bekommen. Das habt ihr bestimmt nicht mitgekriegt, weil ich vergessen hatte, dass ich das Mikrofon an hatte. So. Passt doch. Ist doch geil, oder? So, dann richte ich euch mal auf die Arbeitsplatte. Wir müssen nämlich jetzt anfangen mit dem Kohl. Den Kohl müssen wir uns als erstes schneiden. Also den können wir hier gleich reinmachen. Oh Gott. Oh, leck mich. Ich muss mein Messer mal wieder schneiden. Sagen wir einmal. So. Ich habe heute, kann ich euch ja auch verraten, leider nicht so viel abgenommen, wie ich es gerne hätte. Scheiße, ich habe kein Müllding hier. Warum habe ich denn hier kein Müllding? Nehmen wir das erstmal so. Meine Frau hat wieder abgenommen und ich halt nicht. Das ist gerade ein bisschen deprimierend. So. Ach so, ist schon. Das habe ich noch nicht gesehen. So, auf 0. Ist auf 0. Strunk 908. Ja, ich weiß, ich bin da ein bisschen penibel, aber glaubt mir, jetzt bin ich 4 Gramm drüber. Das ist egal. Hauptsache nicht drunter.
So. Jetzt können wir jetzt die Waage erstmal ausmachen. Jetzt müssen wir erstmal den Kohl schneiden. Wartet mal, ich mache das mal so, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. So. Und ich schneide die einzelnen hier nochmal in der Mitte durch, dass die nicht allzu lang sind. Macht sich halt beim Essen besser. Weil die letzten Tage hat meine Frau gekocht. Oh, gestern gab's. Ich werde heute noch bei Instagram Bilder teilen. Ich habe jetzt erstmal geschafft, von dem Vital Body Plus Paket Bilder zu teilen. Weil, wenn ihr euch fragt, warum ich den jetzt nicht hier, den Kohl nicht von den Blättern befreit habe, das haben wir schon gemacht. Aber ich kann hier gerne noch mal ein paar wegmachen. Sieht halt ein bisschen besser aus. So. Weil meine Frau hat hier schon von den Gröbsten befreit, aber vielleicht, naja, machen wir es halt nochmal. Meine Frau steht nicht so auf Kohlsuppe, hat sie gesagt. Sie hat sich heute eine, ach, hier habe ich den Strunk vergessen. Sie hat sich heute eine Fischgemüsepfanne gemacht. Aber noch nicht gegessen, logischerweise. Die ist jetzt mit der Kleinen oben. Die schlafen. So. Mein Fräuchen hat schon gesagt, sie hat den Kohl vom Äußeren befreit. Die brauchen nur schneiden. Und soll aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Machen wir mal hier. So. Ob alles so okay ist. Sieht auch ganz okay aus. Ne? Ich mache mal so ein paar Dinger noch raus. Ich mag das Weiße eher, wenn es ein bisschen knackig ist. Aber ja, ein bisschen weg. Kann ruhig was von dem Grünzeug weg. Ich habe ja noch Kohl über. So, jetzt gucken wir mal nach, wie viel wir jetzt haben. Achso, ich habe ja vergessen, scheiße. Ich habe mich eben verdrückt, die war nicht mehr genullt. So. Und da sind wir jetzt bei 865. So, machen wir das hier oben mal weg. So.
980. Einundneunzig ist doch nicht. Tausendzwölf, ja, geht schon. Den Rest, den kann ich dann so essen. So, jetzt mache ich mal kurz einen Cut, weil ich musste die Gemüse waschen und da muss ich hier alles ein bisschen umräumen. So, da bin ich auch schon wieder. Wir haben den jetzt gewaschen. Jetzt nehmen wir uns den Top, machen den da rein, zack, so, so, wie viel wiegt denn eigentlich das, was ich jetzt noch habe? 71 nur. So. Zwischendurch darf ich dann clean ab. Von den Sachen, die erlaubt sind. Oben drauf. So. Tomaten, Zwiebeln, Würfeln. Tomaten mache ich ja nicht drin. Ach so, ich weiß jetzt gar nicht, muss ich das Fleisch jetzt anbraten? Ich glaube nicht. Hier steht nur Ingwer, Knoblauch, feinhacken und zusammen mit dem Hackfleisch anbraten. Gut, dann müssen wir das erstmal anbraten. Aber da ich keinen Ingwer nehme, brate ich jetzt einfach mal nur das Hackfleisch an. So, machen wir da was. Ich würde das Hackfleisch auch ohne irgendwas anbraten. Achso, Zwiebeln brauchen wir ja auch noch. So, was waren mit den Zwiebeln? Zwiebeln würfeln zusammen mit dem Gemüse zum Fleisch geben. Gut. Dann lassen wir jetzt hier mal. Gut, ist dabei. Lassen wir das erstmal hier heiß werden. Ich werde auch ohne Öl arbeiten. So, dann brauchen wir jetzt 5 Zwiebeln, steht da drin. Wir nehmen eine große. 2. Ja, scheiße, wenn das steht Zwiebeln, dann sind ja 3. 4. 5. Muss ja nicht zu groß sein. Nur mal die kleinen. Meine Frau braucht ja auch noch Zwiebeln. Zwiebeln habe ich immer gehasst. Scheiße, meine Frau wollte noch das Ingwerpulver runterbringen. Sie hat gesagt, vielleicht wäre das doch ganz gut, wenn ich Ingwer mit dazu mache.
Weil das soll auch beim Abnehmen unterstützen. Krieg die nie richtig hin, die Zwiebeln, nie. Immer fallen sie mir auseinander. Egal, was ich versuche. Ich bin ja auch kein Koch. Aber hier müssen wir was mehr wegnehmen. Hier ist schon ein paar dunkle Stellen mit bei. Nö, geht. Geht, geht. Was ich jetzt rausgefunden habe, weil letztens, wo der Blumenkohl zu wenig war, oder beziehungsweise der Fisch zu wenig war und Blumenkohl zu wenig war, da habe ich meinen letzten Rest Blumenkohl, den ich hatte, also gekochten Blumenkohl, so wie ihr ihn kennt, ganz normal, habe ich gemischt mit Thunfisch. Weil Thunfisch darf ich auch, das war auch gar nicht mal so schlecht. Und bei dieser Sauerkrautpfanne oder was, oder Sauerkrauttopf oder wie das heißt, was meine Frau gemacht hat, ich muss nochmal fragen, kann ich euch denn nochmal genauer sagen. Da habe ich auch nicht gedacht, dass das lecker ist, weil jagt es und Sauerkraut und Sauerkraut nicht mal gewaschen, weil ich mag es eher, wenn es so gewaschen ist und so die erste Schärfe so oder das erste Saure weg ist. Aber ich muss sagen, es war riesen lecker. Wäre ich jetzt ohne diese Stoffwechselkuh ja nicht drauf gekommen, das mal zu essen. Hat ich Frauchen euch gesagt, selbst wenn die Stoffwechselkuh zu Ende ist, das können wir definitiv öfters mal machen. Ja, doch, hier ist braun mit bei. Hier muss ich die oberste Schicht mit abmachen. Oh, hier ging es ja leicht ab. Das ist gut. Ja, hier müssen wir wahrscheinlich auch was wegschneiden. Hier liegt zu viel ab. Naja. Umso weniger Zwiebel landet bei mir da drin, umso besser ist es. So. Sieht ganz gut aus. Da müssen wir jetzt aber ein kleineres Messer nehmen. Erstmal die kleinen Zwiebeln. Ich muss noch mal gucken, nicht dass ich was Falsches mache. Mit Hackfleisch anbraten, das machen wir ja gleich. Kohlstreifen schneiden, in Streifen schneiden, Tomaten und Zwiebeln würfeln. Und zusammen mit der Gemüsebrühe zum Fleisch geben. Ich mache das andersrum, Fleisch dazu. Aber hier steht auch nicht drin, wie viel Wasser. Scheiße. Ja, naja, okay. Also würfeln.
Aber ich kann gleich noch Trick 17 machen. Ich habe nämlich schön den Häcksler. Jetzt sagt die Uhr 11:15, ne, das schaffe ich noch. Hoffe ich doch. Mit 12 gibt es Essen. Wenn Frauchen mit der Kleine da schon wach sein sollte. Ich hätte die jetzt in der Mitte auch noch mal machen müssen, schneiden müssen. Den denn da haben wir doch. So. Das Ding ist so geil. Der Deckel so drauf und dann also man braucht nicht im Kreis drehen, es reicht einfach hin und her. Und dann haben wir hier schön klein gemachte Zwiebeln, herrlich. So. Die Musik ist aus, muss ich gleich noch nachlegen hier wieder. So, die Zwiebeln dann da rein. So. Die werden dann schön zerkocht. Dann fallen die gar nicht mehr auf. So muss das sein. Wartet, ich muss hier nur schnell freimachen. So, jetzt. Jetzt habe ich wieder hier reingemacht. Ja, manchmal, wenn man hier viel hat, dann rutscht das eben so in die Öffnung hier oben rein, wo die andere Öffnung von oben drauf kommt zum Drehen. Und wenn da eine Zwiebel drin ist, dann dreht sich das natürlich nicht. So, das ist jetzt fertig, das ist warm, sehr warm. Was ist denn das? Hier reißt du gleich mit weg. So viel Wasser ist noch gar nicht da, muss ich sagen.
Ist zwar weniger drinne, aber dafür ist es muted. Jagt es. Ist von Lidl. Ich glaube, das sollten wir öfters mal holen. Das sieht ganz gut aus. Jetzt kommt ein bisschen Wasser raus. Also am Rand habe ich jetzt ein bisschen Wasser. Ihr hört auch schon, dass es weniger wird. Ja, jetzt kommt's. So. Dann lassen wir jetzt anbraten. Und jetzt können wir halt die nächste Zwiebel machen. So. Das ist jetzt ein bisschen sehr voll. So. Warum ich jetzt so ab und zu drehe hier, also so, das ist, dass die Zwiebeln von oben nach unten fallen und das wirklich alles, weil das wird an, einige werden halt an den Rand gedrückt und so, wenn man das halt ein bisschen macht, werden sie alle schön weich, alle schön klein. Seht ihr das? So. Zack. So. Jetzt kommt doch ganz schön viel Wasser daraus. Habe ich zu früh gelobt. So. So, noch was für ein Abwasch. So, das auch für ein Abwasch. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Das auch nicht. Muss hier sowieso gleich noch fegen, von daher. So. Steht hier drin, dass ich irgendwie Salz, Pfeffer und Säure, Hackfleisch, Ingwer und Knoblauch fein hacken und zum Hackfleisch dazugeben. Ne, Salz, Pfeffer erstmal abschmecken am Ende. Okay. Jetzt haben wir hier schöne Hackfleisch. Wir sollen es ja nicht braun machen, also goldbraun, ihr wisst, was ich meine. Also richtig fett anbraten, nur so ein bisschen. So. Oh, das ist schon ganz gut. Aber ist doch hier ganz wenig. Wasser ist zwar da, naja, so, aber vorne eine Schale.
So, jetzt ist sie nullt. Das Gute bei der Waage ist, da hatte ich damals mal ein Video gemacht, da hatte ich bei Amazon gekauft hier. Wenn ich, so, die ist jetzt auf, so, jetzt ist sie genullt. Und das Ding wiegt 162. So, genullt. Mache ich sie aus, stelle das Ding drauf, mache an. Und die ist hier automatisch genullt mit dem Ding. Wenn ich runternehme, minus 163. Das ist ja gut. Den brauche ich nämlich nachher, um das Gehackte abzumessen. Weil, wie viel müssen hier rein? Hatte ich vorhin schon. 600 Gramm müssen hier rein. Und das, was übrig bleibt, das kommt dann hier separat nochmal weg. Das brauche ich ja. Das ist nämlich dann für den Kohl nächste Mal. Quatsch, für den Blumenkohl. Und ich muss echt sagen, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, die Stoffwechselkur. Aber ich habe heute halt, wie gesagt, nur 500 Gramm abgenommen. Es kann sein, weil ich einmal zwischendurch kurz gesündigt hatte, was mir aber nicht persönlich so bewusst war. Das ist mir erst nächsten Tag aufgefallen, früh beim Aufstehen. Das habe ich im Schlaf wohl gemacht, also keine Ahnung. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Weil das Nutella-Glas stand noch am Bett. Weil wir ja die wie heißen sie? Croissants mit Nutella gegessen haben. Beziehungsweise Croissants nicht nur mit Nutella, auch mit Marmelade. Bei den Ladetagen. Und ich habe die versäumt, das Glas wegzuräumen. Und es stand eigentlich, und dann stand es bei mir auf dem Nachttisch und nicht am Bett. Na, ich reingeguckt, oh, da hat jemand gegessen. Und ich befürchte, da meine Tochter geschlafen hat, dass ich es war. Und das schmeißt natürlich einen Tag, auch wenn man nur kurz sündigt, eine Sünde schmeißt man halt 3 Tage zurück. Ich bin schon froh, dass ich da dann deswegen nur 500 Gramm abgenommen habe, anstatt zuzunehmen. Aber jetzt ist das Nutella-Glas weg. Und dann passt das schon. Ich habe auch kein Hungergefühl. Also viele denken immer, oh, da musst du ja Hunger haben bei dem bisschen und wenn du vorher mehr gewöhnt bist. Nee, der Shake frühst, der macht einen richtig schön satt. Und bis zum Mittagessen. Und hier nimmt man ja auch noch Appetitzügler und nach dem Essen auch noch Vitamine und sowas alles, Fischöl und sowas alles. Habe ich ja im Unboxing gezeigt, was da alles drin ist. Es hält wirklich bis zum 18 Uhr an. Das Einzige, womit ich halt Probleme habe, ist, wenn ich nach 18 Uhr, wie gesagt, länger wach bin. So beim Streamen zum Beispiel. Wenn ich dann halt streame, deswegen werde ich jetzt nur bis 22, 23 Uhr machen, um da ein bisschen Zeit zu haben, also nicht ganz zu spät zu machen, dass ich nicht so ein dolles Hungergefühl kriege. Und mit dem Wasser habe ich Probleme. Also da genug zu trinken. Also gestern ging es, da habe ich so über 3 Liter getrunken, war ja auch heiß. Aber sonst habe ich mit dem Wasser wirklich arge Probleme, da genug zu trinken. Apropos Wasser, ich wieder verhielte. Oh, das war gut. Fast eine Flasche jetzt auf einmal alle. Oh. Das ist meine erste Flasche heute. Ich mache meinen Shake früh, mache ich nämlich mit Leitungswasser. Und mit Leitungswasser habe ich heute früh dann auch zusätzlich noch meine Tabletten getrunken. Also muss man 300 Milliliter Wasser trinken. Zu den 3 Tabletten, die man dann noch nimmt, also mit den Vitaminen und so. Und dann sowieso ja noch ein Glas Wasser für meine Blutdrucktablette, um die runterzukriegen. So, ich würde sagen, das scheint so okay zu sein.
Ja, geht schon. Soll ja auch nicht braun sein, also soll ja nicht hart werden. Soll ja nur durch sein. Und kurz können wir ja noch warten. Machen wir nochmal den Deckel drauf. Kurz nochmal Deckel drauf und warten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das denn kochen lassen muss, wann ich merke, dass es gut ist. Ich hoffe, meine Frau kommt vorher runter. Es ist gleich 12. So, gucken wir mal. Jetzt sieht es top aus. So gefällt mir das. Nochmal kosten. Halt. Ja doch, sieht gut aus. Sieht toll aus. So. Achso, ich muss erstmal. Scheiße. Darf ja nichts drin sein. Also sieht aus, sie bleibt da nicht viel über. Beziehungsweise gar nichts. Aber so ja noch zu wenig. Ist doch krass. Leute. Ich habe jetzt hier 800 Gramm gehacktes habe ich jetzt hier 556. Das ist ja lächerlich. Können wir den Rind machen? Scheiße, ja. Da steht ja nicht, dass ich das. Ob ich das Verpackungsgewicht nehmen soll oder das Gebratene. Ich denke mal das Gebratene. So. Muss ich euch mal. Hoppala. So machen. Und muss mal kurzzeitig. Das Mikrofon abmachen, ich muss jetzt Wasser reinmachen. So, dazu gucken wir mal nochmal nach, sicherheitshalber. Jetzt 2 Liter. Ja, da muss mehr rein. Da muss wesentlich mehr rein. So, jetzt sind dann 4 Liter drin. Das scheint jetzt okay zu sein. Mal gucken. Ja, das ist okay. Ja, nee, ein bisschen muss noch. So. Wie viel Liter komplett? So, und jetzt die Gemüsebrühe.
und Pfeffer, Paprika, Knoblauch. So. Was waren denn Teelöffel oder Esslöffel? Ach so, steht hier drauf. Teelöffel. 5 Teelöffel sind für 2 Milliliter. Sind wirklich nur 200. So, und jetzt müssen wir halt noch Salz, Pfeffer und so und 600 Gramm Brühe. 5 Teelöffel für 250 Milliliter Wasser. So, wartet mal. 5 Zähne sind 500. 20 sind ein Liter. Ich habe 4 Liter drin, brauche ich 2, 4, 6, 80. 80 Löffel. 80 Löffel, scheiße, das ist ein bisschen viel. So viel kriegt er gar nicht raus. Dann machen wir weniger. Wir machen 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache nur die 5 rein, weil sonst ist es zu viel. Nachwürzen kann man ja immer noch. So, dann müssen wir mal gucken, was hier noch steht. So, in Scheiben schneiden, Zwiebeln, Würfeln, zusammen Gemüse geben, Fleisch, Suppe kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer, Oleg, abschmecken. Okay. Durch den Kohl kommt ja auch noch ein bisschen Geschmack dazu und die Zwiebeln und durch das Gehacktes. So. Mal gucken, ob die, also ich glaube, die Stücke muss ich nächstes Mal noch ein Stück kleiner machen, aber die schrumpfen ja auch durchs Kochen auch noch mal. Das erste Mal, dass ich Knoblauchsuppe richtig selber mache. So, dann machen wir hier noch eine Prise. Prise Pfeffer rein. Eine Prise Knoblauch. Wie soll denn hier eine Zehe nehmen, hat da gestanden? Also können wir da ordentlich was drin klatschen. Knoblauch ist immer gut fit abnehmen. Man stinkt ja auch nicht durch den Knoblauch aus dem Mund. Viele denken immer, der Knoblauch stinkt. Das ist ein Irrglaube. Nicht der Knoblauch stinkt, sondern das Fett, was der Knoblauch im Körper verbrennt. Habe ich mal bei Galileo gesehen. So, und das Meersalz noch. Einmal, zweimal, dreimal, 4 Prisen. Ich mache 5 Prisen erstmal rein. So, 5 Prisen. Weiter abschmecken kann man immer noch. Einmal durchmengen hier. Da ist jetzt halt natürlich mehr Kohl als gehacktes, logischerweise. Darf ja nicht so viel. Oh, was haben wir denn hier? Ein großes Stück, das machen wir nochmal. Noch ein bisschen was kleiner. Die großen Stücke von innen, die sind halt immer. Die werden halt immer nicht so schnell. Das kenne ich von meiner Mutter.
So. Jetzt nehmen wir aber mal einen kurzen Hieb von. Also so an sich schmeckt es schon mal. Ist halt nicht warm. Knoblauch kommt sehr stark durch. So. Ich weiß nicht, habe ich das am Anfang erklärt, warum ich so viel mache? Das soll halt für Samstag und Sonntag, also für heute. So. Das ist nämlich jetzt für heute zum Mittag und zum Abendbrot. Und für morgen, für Sonntag zum Frühstück, zum Mittag und auch zum Abendbrot. Abendbrot nehmen wir dann mit zu Schwiegermuttern. Wir sind ja morgen bei Schwiegermuttern eingeladen. Meine Frau hat Schwiegermutter auch gesagt, wir können, weil sie gefragt hat, was wir essen wollen. Letztens gab es Gulasch. Oh, lecker. Ey. War noch vor den Ladetagen. Hat sie aber gesagt, wir können da nicht mitessen. Wir bringen unser eigenes Essen mit. Wir machen Diät, also Stoffwechselkur. Ich weiß schon, wie Schwiegermutter ist. Das interessiert sie denn nicht so wirklich. Die macht trotzdem. Ich habe schon meine Frau gefragt, weil die mit Höflichkeit und so kennt sie sich mehr aus, ob das dann höflich, ob ich das dann noch okay ist. Also sie hat gesagt, man muss immer höflich sein und immer ja und wenn ich da dann absagen würde, ob es dann unhöflich wäre. Sagt sie nein, weil wir haben ja Bescheid gesagt. Sag ich, ist okay. Ich hoffe, ich bin noch stark genug, um da nee zu sagen. Weil er ist ja Schwiegermutter. Will man hier einen guten Eindruck machen, logischerweise. Obwohl, die kennt mich ja jetzt schon. So. Dann würde ich sagen, dann bleibt das jetzt hier erstmal drauf. Ist der Herd noch an? Der ist noch an. Wir setzen den Deckel drauf. Und warten jetzt einfach mal eine Weile ab, was hier so passiert. Oh, ihr seid so. Warten wir eine Weile ab, was hier passiert und wie es denn noch schmeckt und ob wir noch verfeinern müssen. Ich werde jetzt hier erstmal einen kurzen Cut machen und werde hier erstmal ein bisschen aufräumen. Die Folien auf den Balkon in den gelben Sack bringen und eine neue Mülltüte rausholen und dann den Müll einmal fertig machen und so. Und vielleicht noch eine Runde Abwasch oder so. Mal gucken. So, dann wie gesagt, einen kurzen Cut, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder und wir richten euch mal nach unten, so, jetzt haben wir 12.37 Uhr, bin mal gespannt, ich habe noch mal ein bisschen Salz, Pfeffer und noch mal 5 Löffel von der Brühe nachgekippt. Kosten wir mal. Ja, doch geht. Ist jetzt nicht so geschmacksintensiv wie früher, wie man es von einer normalen Kohlsuppe kennt. Soll doch gar nicht. Doch, geht. Also da brauche ich jetzt nicht mehr nachsalzen. Kein Pfeffer, kein gar nichts. Nochmal umrühren. Und nochmal 15 Minuten kochen lassen. Also der ist jetzt schon eigentlich weich, der Kohl. Aber ein paar Stücke habe ich halt noch, die hart sind. Hier, wie das hier zum Beispiel, das ist nicht aufgegangen. Ja, ein bisschen schon. Also da muss man ein bisschen warten. So. Mal schön umrühren. Ist auch ordentlich weniger geworden. Wenn ich überlege, der Topf war vorher bis hier hoch. Und jetzt ist es hier fast bei der Hälfte. Jo. Dann würde ich sagen, dann wartet auch. Wir haben eine Kohlsuppe gekocht. Laut einem Rezept von Vital Body Plus. Das werde ich mir jetzt gleich gönnen. Also ich nehme erstmal, ich nehme wieder meine Waage. Und messe mir dann wieder meine 500 Gramm darf ab. Und dann gucke ich mal, was da noch übrig bleibt und messe mir dann gleich mit den Tuppers. Und so, hier mache ich dann für morgen
ein Kilo rein und, ne Quatsch, noch ein Kilo. Und hier dann halt nochmal, also nee, ich mache mir zwei einzelne lieber, muss ich mal gucken. Oder nee, ich mache ein Kilo für morgen und dann nehme ich dann hier für Schwiegermutter dann auch weg. Wenn wir zu Schwiegermutter fahren. Aber erstmal muss es kalt werden, deswegen stelle ich das dann erstmal gleich vom Herd runter. Und lasse es dann noch ein bisschen ziehen. Und werde gleich dann schön und gemütlich essen. Gestern gab es, wie gesagt, eine Sauerkraut gehacktes Pfanne mäßig. Keine Ahnung, das war gehacktes, angebraten, auch Rind. Schwein dürfen wir nicht mehr. Mit Sauerkraut. War sau lecker, sage ich euch. Sau lecker. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon erwähnt habe, aber es war wirklich sau lecker. Fotos kommen auch noch bei Instagram. So, nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier einen Cut machen. Ich hoffe, Odin war kochen. Odin hat und ihn kocht. Mensch, ich bin heute schon durch. Hat euch gefallen? Ich habe jetzt die Globuli schon genommen. Jetzt muss ich noch 10 Minuten warten. Dann kann ich meine Dings hier, meine Appetit-Dinger da nehmen. Also meinen Appetitsteller. Oder habe ich? Ne, die habe ich schon genommen. Globuli habe ich jetzt gerade genommen, genau. Jetzt nochmal 15 Minuten, jetzt muss ich warten, jetzt kann ich essen. Und nach dem Essen nehme ich dann halt dann die gelbe, die graue und die weißliche Kapsel da mit Fischöl und so was, alle Vitamine halt. So, nichtsdestotrotz, ein Däumchen wäre ein Träumchen, wenn es euch gefallen hat natürlich. Ich bin dann mal weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.